Wer ist eigentlich der reichste Mensch auf diesem Planeten und wie viel besitzt er eigentlich? Nun, eine lange Zeit lang hatte Elon Musk den ersten Platz belegt. Das ist jetzt allerdings nicht mehr so. Stand Februar 2023 wurde der Besitzer von Tesla, SpaceX und kürzlich auch Twitter abgelöst, nämlich von Bernard Arnault und seiner Familie. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Mein Französisch ist nicht wirklich sehr gut, leider. Auf jeden Fall beläuft sich sein Vermögen auf unglaubliche 193 Milliarden US-Dollar. Ihm gehören mehr als 70 verschiedene Luxusmarken, darunter unter anderem die Champagnermarke Moët oder auch Louis Vuitton. Und 196 Milliarden ist wirklich eine sehr große Zahl. Würde man das in 100-Dollar-Scheine nehmen und wiegen, dann würden sie 1960 Tonnen wiegen. Das sind mehr als 190 Linienbusse. Würde man das alles aneinander stapeln, die Scheine, dann hätten sie eine Länge von unfassbaren 200.000 Metern. Das sind mehr als 500 Empire State Buildings. Aber auch wenn er der reichste Mensch ist, der momentan lebt, wenn wir ein bisschen weiter in die Geschichte zurückgehen, gibt es sogar jemanden, der noch reicher war. Der Mann, von dem ich spreche, ist John D. Rockefeller. Und er baute sich im späten 19. Jahrhundert ein Ölmonopol auf. Er hat so viel Geld verdient, dass sogar Anfang des 20. Jahrhunderts die US-Regierung damals gesagt hat, dass das too much ist, das geht so nicht. Er musste sein Monopol aufsplitten auf 20 Gesellschaften, aber selbst das hielt ihn nicht davon ab, verdammt viel Geld zu verdienen. Auch wenn damals alle glaubten, jetzt wo sein Unternehmen gesplittet wurde, wird die Aktie ins Bodenlose fallen, dem war aber nicht so, denn der Erste Weltkrieg begann und alle brauchten Öl und so machte er noch weiter sein Geld. Er war auch der erste Milliardär, der auf diesem Planeten je gelebt hat, also diesen Titel innehatte. Und sein Vermögen belief sich seit seines Todes auf unglaubliche 900 Millionen US-Dollar, Stand 1916. Jetzt fragt ihr euch, Moment, 900 Millionen, meinst du nicht eher Milliarden? Immerhin hatte doch schon Bernard 196 Milliarden. Ja, das stimmt, allerdings darf man nicht vergessen, dass von diesen 900 Millionen wir erstmal die Inflation abziehen müssen, das heißt den Betrag Inflation bereinigen müssen und dann kommen wir auf einen ganz anderen Betrag, nämlich 25 Milliarden. Wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass zur damaligen Zeit die Weltbevölkerung deutlich kleiner und ärmer war als heute, das heißt viel weniger potenzielle Kunden, hat das Forbes Magazine ungefähr herausgerechnet, dass sein Vermögen wäre es in der heutigen Zeit ungefähr 300 Milliarden US-Dollar wert wäre. Also deutlich mehr als Bernard und somit der reichste Mensch der Neuzeit. Aber ist er der reichste Mensch, der je gelebt hat? Wir könnten noch weiter in die Vergangenheit gehen, nämlich ins 14. Jahrhundert. Denn der Titel des reichsten Menschen, der je gelebt hat, geht auf jeden Fall an König Mansa Musa. Ihm gehörte das westafrikanische Land Mali. Und um zu verstehen, wie reich er wirklich war und wie groß sein Vermögen war, können wir uns einfach seine Pilgerfahrt nach dem 7000 Kilometer entfernten Mekka anschauen. Sein Gefolge bestand aus 60.000 Menschen, darunter 12.000 Sklaven. 80 Kamele sollen je 300 Pfund Gold dabei gehabt haben und überall wo er hinkam, hat er natürlich alles mit Gold bezahlt. Und er hat bei seiner Reise wirklich nicht gespart. Es war tatsächlich so, dass in Ägypten, in Kairo, der dortige Diener für 10 Jahre seinen Wert verlor. Denn der Diener war mit Gold gedeckt und er hat überall mit Gold bezahlt, was dafür führte, dass in diesem Land eine Hyperinflation ausbrach. Der Typ hat literally Hyperinflation ausgelöst, wo er hinkam. Und das merkte er dann auch bei seiner Rückreise, denn auf einmal wollte niemand mehr sein Gold, denn es war nichts mehr wert und da musste er sich sogar ein bisschen Geld leihen. Aber er kam noch nach Hause an. Jedenfalls sollte das einmal zeigen, wie viel Geld dieser Mann wirklich hatte. Und wenn wir die Hochrechnungen von einigen Journalisten anschauen, dann ist es wirklich so, dass sein Vermögen, inflationsbereinigt, heute ungefähr 400 Milliarden Dollar waren. Wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, dass wir diese 400 Milliarden Dollar in 100er-Scheinen ausbezahlen lassen, dann hätten sie ein Gewicht von unsagbaren 4000 Tonnen. Reihen wir jetzt wieder diese Dollarscheine aneinander und bilden eine Schlange, dann wäre diese 430.000 Meter lang.
Das ist ungefähr Luftlinie Berlin nach München. Hattest du schon mal von König Mansa Musa gehört? Und was würdest du machen, wenn du so ein großes Vermögen hättest? Schreib es mir in die Kommentare. Und wenn dieses Video dein Leben in irgendeiner Art und Weise bereichert hat, dann lass unbedingt ein Abo da und läute die Glocke. Und wir sehen und hören uns in meinem nächsten Video.